kenne ich da bitte nicht. Alonso gegen wer allein? Oh, meine Fresse, Alter! Das darf nicht wahr sein! Fährt auf einmal, parkt er hier am Ende der Kurve! Junge, Junge, Junge! So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 23,6 Sekunden. Die Brechstange hat er sowas von verdient. Van Dorn ist jetzt dran, ne? Über Felix. Van Dorn habe ich bestimmt nicht umgebracht. Alonso vielleicht, ja, aber nicht Van Dorn. Achso, ja, 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 ich habe auch Alonso überholt. Jetzt kommt Werlein. In welcher gleich. Runde sollte man so in die Box? Also bei mir 15. Oder? Ich sollte eigentlich Ziel war 13. Oh, Peter! Oh, mir! Ah, ja. Okay. Aber das muss bei dir was anders gewesen sein. Ich kam aus der Boxengasse raus. Ja, ja, ich bin ein bisschen weit rausgekommen. Ich hatte auf dem Radar geguckt. Ich muss dich aber vorbeilassen, sonst kriege ich eine Strafe. Achso, okay, danke. Ich denke, ich fahre 12, 12, 13. Bin ein bisschen weit rausgekommen. Weiß nicht, ob das so intelligent war, Leute. Jetzt habe ich kein DRS. Ah, doch, ich hab's bekommen. Uiuiui. Nice, nice, nice. Oh Gott. Aufs Gras und Anbremszone vor der letzten Schikane. Das ist gefährlich. Blick immer auf das, auf alles. Ja, jetzt hat das ist voll scheiße. Ne? Ja, langsam. Das ist voll anstrengend. Da fahre ich immer wieder hin. Glaube ich. Jay, was ist deine beste Runde im Moment? Der gar nicht beste mal. Oder letzte? Beste. 1.18.2. Hm. Also ich glaube, vom Speed her wäre ich echt auf Podiumskurs, Alter. Das ist echt schade. Hör ich, was fährst du? Deine schnellste? Du fährst ja auch Force India. Dene? Ja, du fährst Hate. Wie bitte? Deine schnellste Runde? 1.17.8. Ich fahr mit Roten. Bin jetzt bei 1.16.4. Oh, das ist nice, Jeff. Aber mit Lila nehme ich an, ne? Ja. Trotzdem nice. Du hast volles weg. Aber ich hab die RS durchgehabt, da lohnt, ich bin nicht schneller gewesen. Also, das ist schon nice. LOL! Hinter mir bist du blöd, Peter? Ja, ja. Ich bin vor Bottas. Oh, das ist in der Box gewesen. Boah, Christian, du hast mich aufgeholt. Du Scheiße, jetzt habe ich den Bottas hinter mir. Das ist ja viel schlimmer. Und eine Zeitstrafe. Da fängt es an, die ersten 3 Sekunden. Weil ich fürchte, der Ding, den ich geholt habe, der war in der Box. Ich fahre jetzt aber auch in die Box. Aber vielleicht kommst du dann vorne raus. Ich muss nur vor Ricardo kommen. Der Fahrer vor mir. Das ist Ricciardo. Sekunden, das ist eigentlich okay. Ach, du fährst wohl 1,2 Sekunden. Das ist ja scheiße. Nein. Okay, direkt runterbremsen, sagst du, ne? Du hast mich schon überholt. Ja, also lieber ein bisschen langsamer sein, als ja, ja, als die Strafe. Egal. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Nein, jetzt, Leute, kein Gelb, nichts Gelb. Wir müssen nur die Reifen wechseln. Pack drauf. Jetzt ist nur welche drauf, Dalu. Hast du gegen Bottas gekämpft, Dalu? Ich hab gegen gar keinen gekämpft, ich war einfach vorne. Ja. Weil den halte ich gerade gut auf. Ein Überholmanöver nach dem anderen. Wir sind jetzt auf der 13. Das ist in Ordnung. Was ist da, du? Ich bin raus. Okay, ganz ich bin sofort. Da ist der da, du. Du warst auch noch nicht in der Box, oder Jay? Nee. Okay. Das ist eigentlich nur die Phase ganz locker weiterfahren. Sorry, Peter. Tut mir leid. Ja, ich komme nicht so gut rum, leider. Ich fahre die Kurve, glaube ich, auch scheiße an. Aber häufig. Hamilton hat auch schon eine ganze Runde hinter mir gehalten. Sehr gut. Und jetzt kommt er. Alter, der schubst mich an, der Wichser! Ja, der hat das gehört. Du hast dein Headset nicht gemacht. What the fuck? Da kam plötzlich der Rapp von hinten. Da war nicht mal der rote Zeiger drauf. Der rote Pfeil. Da rappt er mich einfach von hinten. Was ist das für ein Wichser? Der wird mich bestimmt noch töten. Was machst du denn da immer, Sebastian? Ich hab zu wenig Bremsen. Du hast auch nochmal auf Lila gewechselt, Christian. Du gehst also auch nochmal rein, oder? Den kannst du da hochstellen, Sepp. Du warst wegen der Stop and Go, aber das meine ich. Nee, das war Durchfahrtsstrafe. Da darf ich nicht stehen. So. Okay.
okay. Ach, durch. Aber nicht so. Ja, ja, du musst einmal mit 80 da durchgehen. Ja, genau. Wieder, ne? Nee, noch nicht. Tja, also ich hab Bottas nicht mehr aufhalten können. Weil dann fahr erstmal. Der Gegner, glaube ich, auf der Strecke ist halt echt Hemmel. Der ist die ganze Zeit dran geblieben. Ja, aber der kriegt irgendwann das wieder ein Motorprobleme. Das ist nur Ricardo. Ich kann meine hinten links Verschleißtrick sehen, scheiße. Ist der hinten links der schlimmste Verschleiß bei euch? Ja. Scheiße, den kann ich nicht sehen. Wieso ist die Anzeige aus? Alter, Himmel ist ja. Oh Gott, ich dachte, meine Kamera direkt davor. Nee, nee, ich bin ja gerade in die Das ist ja Hamilton, der mir am Arsch klebt. Ja, genau. Hamilton ist der schlimme Dünne. Der ist nochmal auf lila gewechselt. Oh nein. Der ist ganz so schnell. Der muss aber nochmal rein. Der wird mit lila nicht durchfahren. Ah, 17. Ich sehe es jetzt bei mir. Auf dem OBS sehe ich es. Aber noch ein bisschen das Problem, dass ich ja die kompletten Settings bei mir jetzt, damit ich das neu installiert habe, alle wechseln. Welche Settings? Ja, von meinem Pedal-Lenkeinstellung. Das wäre so ein bisschen getuned auf während der letzten Saison. Was ist das getuned? Bei der letzten Saison in Formel 1 So, Sainz und der Dalai Palma. Ja, bei 2016. Wieso fährt Bottas schnellste Runden? Was hast du für eine Frechheit? 2017. Jay, wo bist du? Halt ihn auf. Keine Chance, Alter. Der ist super schnell. Warum fährt er denn auf einmal die schnellste Runde? Dir, weil er mega schnell ist. Haben wir ja gesagt, der schiebt mich an. Weißt du, der kommt ja echt. Also Hamilton gibt auch richtig Gas. Ich komme kaum gegen ihn klar. Der wird mich auf der langen Ja, Hamilton überholt. Hatte mich auch einmal kurz überholt. Dann rammt die raus. Oh, aber nein! Die kommt immer so schon raus, die Karte wieder an. Ja, aber Bottas ist hier. Der hat ja Turbo. Ich glaube, der hat Nitro an. Okay, der hat so Karten gekauft. So, mit der Brechstange, ich muss. Jawohl! Jawohl! Das ist fast. Das ist zumindest. Als ob, Alter! Ist, nice. ist es dein Ernst? Das kann nicht wahr sein, Stroll, Alter! Wie kann man so. Wie so dumm programmiert sein? Ich glaube, der ist real programmiert. Hast du Brasilien gesehen? Ja. Alter, der hakt. Jo, alles klar, alles klar, alles klar, Stroll. Der hakt sich zweimal bei mir ein. Junge, Mann. Also wirklich so dumm kann man doch nicht programmiert sein. Meine Fresse. Wo bist du? Du bist gerade Box, ne? Macht meine Reifen noch kaputt damit. Du bist nicht zwischen mir und Bottas gekommen, oder? Jo, nee. Hülkenberg. Holy shit. Knapp vor mir wieder rausgekommen. Schade. Die Schade ist doch gut. Hä, hey, wieso? Hinter mir und Bottas wird doch besser. Das Mann! Da hätte ich gerade fast den Wagen weggeworfen. Uiuiui. Mach das mal nicht, Junge. Du bist Hates Hoffnung. Das war knapp. Aber wo steckst du, Jay, auf welchem Platz? L7. Aber mit Problemen. Jede Runde wird schlimm. Mehr. Das soll, ich bin so viel schneller. Wehe, der hakt sich jetzt ein. Jetzt habe ich mich gedreht. Scheiße. Da habe ich ihn, komm. Du warst auch schon in der Box gewesen, oder? Nee, warst du nicht. Junge Stroll, Alter. Bleib, wo du bist! Fuck! Mist! Was ist los, Jay? Warum Sainz ist dann nicht mehr vorbei? Ja, aber die waren schon alle in der Box. Ach so. Ah. Fuck. Wobei Sainz auf jeden Fall nochmal an die Box geht, der Dieter. Ich hoffe auch, dass Bottas an die Box geht, bevor er mich raushaut. Ja, den nicht. Also, die gehen jetzt alle in die Box, Jay. Oder ja, sind gerade richtig viele an die Box. Beide gerade an die Box. Ich hoffe, ich kann mit meinem Satz drei Reifen durchfahren. Er muss ja aber gut aufpassen. Keine Verbremser darf mir mehr erlauben. Hey, boah, das kriegt mich jetzt, Christian. Christian, auf welchem Platz bist du? Ich? Nicht schlimm. Nee, Sepp, was ist los? Sechster. Ich häng gerade am Wasser. Ja, ich knabber halt gerade noch mit der Bremse echt hart. Ich habe auf 76% oder sowas. Soll ich auf der Geraden aber kriegen. Also beim Stock. Verteilung, glaube ich, bei 56 oder sowas. Bei den, die Verteilung auf 56? Ich glaube, ja. Ja,
Und Druck auf 76 oder sowas. Ja, den Druck kann ich ja nicht mehr ändern. Ja. Stimmt. Aber ich mach zu wenig Weg mit meinem Fuß. Ah, der Bottas hängt mir am Arsch, ey. Ach, Massa, warum ist das so? Das dauert einfach ein bisschen. Da hab ich den hier so schön aufgehalten. Ja, der fährt ja aber auch eine gute Zeit nach der anderen. Ich komm mit DRS. Ich hab blau. Danke. Viel Spaß. Dankeschön, Sepp. Bin ich mit dem Neuteil. Nice. Yep. Ich muss ein bisschen was abräumen. Ja, ich wollte aufs Podium. Ich glaube, es wär schwer, aber es wäre möglich gewesen. Okay, Abstand zum Führenden. Das glaube ich auch. Mit 9 hatte ich jetzt vorgekämpft, nachdem wir so Quatsch, den wir da hatten. Bin ich gezwungen, ein Auto, wenn es normal platziert hinter mir ist, vorbeizulassen? Also nein. Räumt er mich ab? Nein. Aber abräumen kann er machen. Klar. Wenn er will, wenn er vorbei will, dann will er vorbei. Okay. Ja, ich dachte vielleicht, dass der NPC dann da auch dann schon ausbremsen lässt. Lässt er eigentlich auch. Also du kannst gut verteidigen eigentlich. Mhm. Außer das Verstappen. Oder Stroll. Offensichtlich. War auch vorne. Ja, komm vorbei. Boah. Jay ist nicht mehr weit weg von mir. Jay musst aber stoppen, ja, oder nicht? Stimmt. Nee, ne? Doch. Hä, echt? Mit den roten? Wo ist er? Auf was bist du gestartet? Wann hast du gewechselt? Auf rot. Ach, du bist auf rot gestartet? Mit ersten Reifen. Ja. Ach so, du warst dann hier in der Box. Ja. Holy shit, das war gut. Okay. Das ist krass. Wir nähern uns dem Boxenstoffenster. Das wird aber was werden, Friedrich. Man plant sind zu wechseln, sie langsam Zeit dafür? Sag ich hier nicht. Ey, wenn du nochmal wechselst, fahr ich eh kein Rennen gegen dich. Oh, ja, danke. Bei 20 musst du direkt auch wechseln. Bei 15 fährst du auch wieder. Und der zweite. Ja, fuck, ey. Ich glaube, das war's mit den Punkten jetzt, aber dicke. Komm ich ja nicht mehr rein. Hate schlägt zu, ja. Und trifft uns im Herzen. Ziemlich. Peter, wo fährst du? Ich bin 10. Muss halt noch in die Box. Ich bin 19. Okay. Versuch noch saubere Runden zu fahren. Ich hoffe, das wird zwischendurch mal eingeblendet, damit die Leute sehen, dass ich nicht nur Scheiße fahre. Genau, das hoffe ich nicht. Och, Mann, ey. Das ist so schwer. So frustrierend. Ich hoffe, ich kann durchfahren. Ich habe in der 5. Runde gewechselt. In der 5. auf Rot? Mit Rot? Ja. Viel Spaß. Okay, will ich noch vor. Ich bin bei 31%. Ich habe schon 15 Runden jetzt drauf. Also ich habe fast die Hälfte drauf. Das heißt, wenn es sich verdoppelt, dann würde ich mit 64, 65, 66 sowas in den Drehen Ziel fahren. Glaube ich nicht, dass du das schaffst. Mal schauen. Wird sie nicht gut fahren lassen, aber. Mal schauen. Ah, okay, die fahren ja auch alle lila, deswegen holt Bottas auch auf. Ja, ja. Ist Bottas rot gestartet? Nee, die werden, glaube ich, noch einem Stopp machen. Lila, rot. Ah. Mit der fahren. Krass. Ja. Ja, lila ist halt auch eine ganze Ecke schneller. Das macht dann schon in dem Sinne Sinn. Ja, ich kämpfe halt, ich habe ihn dann immer noch hinter mir, aber jede Runde könnte mein letzte sein. Wer ist hinter mir? Sepp? Ja, aber er hängt halt hinter mir am Arsch. Wer ist hinter mir? Jay oder Sepp? Ne, ich bin hinter dir. Ich dachte schon, du bist aber schnell. Ja, ich fahr halt jetzt. Mache ich auch keine Fehler, jetzt fahre ich halt, komme ich halt mit dem mit eigentlich. Weißt du, jetzt kommen die Verrundungen. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt gut, aber ich habe halt einfach zu viel Fehler gemacht. Je nachdem, wie nah du rankommst, kannst du noch DRS bekommen. Ja, ja, ich habe aber gerade schon wieder einen Fehler. Oh, da ist Dalu. Okay. Nice. Dankeschön.
macht man denn, wenn man Leute zurück überrunden will? Also ich kann versuchen, Bottas gleich zu überholen und einfach quasi fahren und möglichst schnell raus aus diesem Blaufenster. Es wäre für dich besser, wenn du mich auch überholst. Nein, 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 auf keinen Fall. Nein, wegdrehen. Aber du bist schneller als ich. Quatsch. Das ist die einzige Chance, dass du nur an Hamilton rankommst. Aber stoppt Hamilton nicht nochmal? Ja, aber der fährt halt auf Lila und der fährt halt immer weiter weg. Also er müsste mittlerweile sein Boxenstoppfenster schon rausgefahren sein. Ich kämpfe ja die ganze Zeit mit Bottas. Moment, was? Peter? Was los? Was? Hast du Hamilton rausgehauen? Der lag da gerade in der Kurve. Nein. Hat sich alles erledigt. Hamilton ist gar nicht mehr da. Hat sich Dalos Rutsch einfach erfüllt. Wenn Hamilton da in der Kurve lag, warum habe ich keinen Platz? Er ist Dritter. Ich bin Erster, aber das ist Zweiter. Der war in der Box jetzt gerade. Es hat nicht gereicht. Okay, du denkst du direkt, dass ich den rausgehauen hätte? Weil ich vor mir einen weißen Spieler sehe. Nein, weil ich vor mir einen Spieler von uns sehe direkt. Was mittlerweile das Rambo-Gimmick. Image. Ja, nach Spanien mit dem armen Christian? Boah, Christian, ey, in Spanien. Erinnere ich mich noch. Irgendwelche Feuer gießen, die schon lange erloschen sind. Was? Hat nicht geklappt, ich bin nicht schnell genug von Fräulein weggekommen. Weißt du, ich bin neben Ricardo, krieg kein DRS oder was? Ja, geht um den Messpunkt. Vielleicht warst du sogar vor ihm. Ja, aber davor ist noch Hamilton. Da haben sich alle gedreht! Was ist da passiert? Die haben sich nicht gedreht, die haben sich gekämpft, aber ich hab Hamilton. Das ist doch gut. Ricardo ist Zweiter. Hätte ich nicht mal so die ganze also Zeit. Die haben können, echt viel Zeit verloren, dadurch, dass sie gekämpft haben. Kiewald ist irgendwie extrem schnell mal wieder hier. Der ist hinter mir auf 8 und er macht Druck, Alter. Oh, Reifen hat der, siehst du das? Rot. Okay. Aber ich komme auch näher ran wieder, Felix, ne? Mhm. Also man merkt schon, dass du alte Rot hast. Ja, ich weiß. Mir geht's nicht mehr so viel, ne? Platz 13, Peter. Mal hin. Drei Plätze noch, Jay. Ja. Aber ich werde mich bestimmt nochmal drehen. Das ist so schwer. Oh nein, jetzt irgendwie an Wehrlein. Wer ist vor Wehrlein von euch? Ich bin vor Wehrlein. Puh, Peter. Muss da vorbei. Dauert aber. Tut mir leid, aber da war Wiese, Ricardo. Also, du schon weiter links, wäre schon nicht schlecht gewesen. Das Gras wollte ich jetzt nicht. Immer verpasst ihr den Scheitelpunkt. Ah! Na da, hallo. Doppelführer. War ganz geschnitten, Alter. Oh, Ferrari dominiert. Peter hat eine Abkürzung genommen. Ah, nein! Hat aber nicht funktioniert. Was sollte das werden? Also, ich habe mich verbremst und wollte dann durchfahren. Hat ein ganz geil. Ich war hinter dir, ne, und wäre dir fast stupide gefolgt. Du bist halt einfach geradeaus. Ist halt einfach geradeaus gefahren. Ja, ich dachte mir halt, bevor ich halt mich in die Kurve drehe. Und ein Weghaus, ne? Dann lieber dann einfach geradeaus fahren. Ich hab keine Zeit verloren, der kriegt mir jetzt wieder am Hintern. Na, Hamilton fährt das Ding. Der fährt auch auf Rot. Das könnte die letzte Runde im Regen werden. Ja, ich wollte gerade sagen. Also na. Wenn sie 10 Minuten anfängt, wird die Strecke aber nicht so nass, dass man noch Regenreifen braucht. Ja, das stimmt. Aber könnte trotzdem lustig sein, wenn es mal rutschig wird. Letzte Runde Regen. Dalo hat schon gegen die Wand. Nein! Hallo, hast du schon mal gewonnen? Jawohl, ja, Hamilton und Ricardo schießen sich gerade gegenseitig von der Stadt. Aber das ist aber ganz schön gemein, Jay. Ja, gut. Aber der Hate, der kann halt sonst nicht profitieren, wenn du nicht rausfliegst. Boah, ich hab 41% auf dem Reifen, aber es könnte eigentlich reichen, es könnte reichen. Jetzt erstmal hier DRS-Zone aufpassen. Den unten 41%, ist so, okay. Oh Gott, da liegt wer Vierte oder so. Wieso? Hast du was verloren? Achso, oh nein. Sepp, bleib dran, du musst ins DRS-Fenster. Ja. Warum auch immer. Ist das Ding wieder ausgegangen? Kannst du sie noch dann wenigstens verteidigen?
So dass die nicht vorbeikommen. Ja, ja, ja. Also wenn du ganz normal weiterfährst, dürfte das passen. Du musst ja nicht mehr in die Box rein. Ich hoffe. Mein Reifen also ist auch nicht optimal, will ich sagen. Also bis 2 Minuten vor mir, glaube ich. Zum Auto vor dir beträgt 8, es ist im Rahmen des Möglichen. Dürfte eigentlich passen. Oh, aber ich werde keine Top-Zeiten mehr fahren. Ich wäre an der Box gewesen. Komm schon, JD, Hate-Punkte, ich spüre sie schon. Eriksen! 10. Oh, Sepp, wo bist du? Ich habe 3 Sekunden Strafe. Ich bin 10. Du bist schon jetzt 10. Ja. Junge, nice! Vor mir fährt der 9. Ja, das ist klar. Das wären die ersten Saisonpunkte für Haas, ohne Traktionskontrolle. Ja. Ach, komm schon. Oh, das war schlecht. Hallo, Christian. Oh, okay, bald kommt der Mann her. Gelb! LOL! Das Alter! Ist vorbei. Oder war ich gerade voll in der Sohn? Okay, da bist du raus. Warte. Ja, auf der, nach der 180 Grad Kurve. Genau, nach der 180 Grad Kurve. Du bist raus, oder? Ja, ich bin tot. Warum kommt da kein Safety Car? Das sah ungesund aus. Da ist er, Peter. Ich bin ausgestiegen. Mir geht's gut, Alles gut, Peter? Ja, mir geht's gut. Keine Kopf. Das ist das Wichtigste. Aber wo ist das Safety Car? Jetzt? Ich hab die Kurve scheiße genommen, das geht nicht dann. Du kriegst aber. Ich hab Palmer! Der Snob hier, keine Interview. Ich bin 9. Aber das ist ein Ferrari da. Das ist schneller. Fahr weiter. Ja, okay, fahren wir weiter. Also, wenn da kein Safety Car kommt, das ist Bullshit. Ich stehe auf der Strecke. Ja, es kommt ganz. Mann, das also hätte ich stand, so geholfen. Ich bin auf der Strecke liegend rausgeflogen. Also wenn Peter nicht unsichtbar gewesen wäre, wäre ich voll reingeknallt. Ja, das hatten wir ja schon, das hatte ich aber auch schon mal. Auf Monaco, glaube ich, da stand meiner auch mitten auf der Fahrbahn. War das wohl Bullshit? Ah, ich bin aber auch schon despawned, also haben sich hat sich die Crew schnell drum gekümmert. Christian, die ist echt schnell. Weißt du übrigens, dass unsere Box nicht denkt, dass wir in einem Team sind? Halte den Abstand zwischen dem Hintermann so bei. Ich glaube, er hat eine Zeitstrafe. Ja, ey. Hauptsache vor Max Verstappen, das ist wichtig. Aber die haben jetzt wieder volle Kanne aufgeholt. Wie ging das denn? 24 Sekunden jetzt auf Via, der Gerhard. Ja, das bringt meine Reifen sind so tot, ich kann nicht mehr pushen und deswegen kann ich die auf Masse aufholen. Kürt will gegen. Hart noch 9 Runden. Ja, ich glaube, ich. Da kannst du wahrscheinlich besser den vorbeilassen, ein bisschen schneller fahren, als den Kampf das alles verballern. Na, wenn er weg ist, ist er weg. Ja, kriegen wirst du den sowieso nicht mit deinen alten Runden. Nein, ich kann ihn hinter mir halten. Ich könnte das schon schaffen. Kommst du vorbei oder nicht? Nee. Nicht safe. Nicht ohne, dass wir uns nicht mischen. Versuchen wir auch gar nicht einzumischen, Felix. Irgendwie, weiß ich nicht, der Hamilton kennt mich. Ich hab nichts dagegen, wenn du dich einmischst. Ja, dafür fahre ich zu schlecht. Ja, meinst du, ich soll den abräumen? Du musst ja nicht abräumen, aber wenn du ihn überholst, dann wird er auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Aber Hamilton hat gute Reifen, also ich hab schon nach, wie der dran ist, ey. Also Ricciardo ist auch direkt hinter Hamilton, also der Kampf auf Platz 1 ist gerade echt cool. Dein Boxenstopp-Fenster schließt sich gleich. Der ist Platz 9. Okay, Platz 8 ist aber weit weg, also weit ich weg. Ich weiß. Ich darf jetzt so keine Fehler mehr machen. Ja genau, das wäre mega geil, Jay. Wir haben eine Zeitstrafe verloren. Wir müssen beide irgendwie Van Dorn überholen und die anderen zwei halt Probleme haben. Das wäre aber das Beste, was passieren kann. Ja, aber der Van Dorn zieht gerade. Sepp, ich brauche deine Hilfe. Okay. Ich habe eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Der Kirk muss kommt weg. Nicht mehr an Kia dran. Das sind 23 Sekunden. Operation Pinkelschweinchen. Operation Schweinchen. Alles gut, Jalu? Alles gut. Der hat dich in der Kurve voll angeschubst. Ja, voll, oder? Ja, hab okay. Ich musste auch von der Bahn. Ja, weil er dich angeschubst hat, ist er dann leider doch nach rechts gezogen. Bist du aber auch noch vorbei? Ja, ich hab grad Pfosten genommen. Nein! Oh nein! Gar keiner ist echt scheiße. Ja, also beide rot? Was heißt denn grau? Das ist cool.
Was ist ab? Oder, also, ich glaube, wir haben noch nie gehabt. Du bist in der falschen Einstellung. Ah, lol, ich bin gleich gerade. Ja, ich habe heute echt Probleme mit meinem technischen. Schnell in der Box, Frühstart. Was hat der Frühstart denn eigentlich für? Durchfahrtsstrafe. Ah, okay, verstehe. Trotzdem auf Platz 2. Du kämpfst um Platz 1, ist schon nice. Das war's, oh Gott, meine Reifen, scheiße. Ja, ich werde trotzdem Vierter werden. Bin ich, knabber mich dran, ob was so pickes Schweinchen läuft. Mach mal ein bisschen langsamer hier, dann solltest du in die Zone kommen. Oh, ich hab ihn. Sehr gut, ja, ich hab extra ein bisschen langsamer gemacht. Das ist Pink Panzer Technik, Alter. Das ist jetzt eben an ihm vorbei. Gehakt. Na ja, habt ihr. Komm. Jawohl. Mach der. Jawohl! Yes, DRS! Vergiss DRS nicht! Haha! Nice! Jawohl! Jawohl! Jetzt bin ich hier der Puffer. Aus dem Break. Aber du kriegst blaue Flanken, kriegst hab du, ne? Schon. Da musst du aufpassen. Nee, hab ich noch nicht. Okay. Oben links stehen die irgendwo. Ich kann jetzt noch fett fahren, das ist ganz gut. Ja, wenn du schaffst, den Abstand reinzubringen. Blaue Flagge. Das ist aber krass. Wird noch kommen. Der versucht dich inzu. Der hat dich überholt. Nein, der ist vorne. Am Arsch! Boah, du hast. Ich bin super rausgekommen. Boah. Oh. Selbst sonst müssen wir ja, genau Zweifel. So bringst du da Abstand rein. Das ist schon gut. Ja. Für Felix. Nein. Da würde mich an Kiertstelle mega nerven. Wenn ich schon nichts mehr leisten kann, hier dann noch für meinen Teamkollegen. Im Zweifel müssen wir noch näher. Das war kein Problem. Selbst im Zweifel, wenn wir es in der letzten Runde machen und du ihn ein bisschen auffällst einfach vor der Schikane, dann reicht's auch. Ich habe eine Strafe. Jetzt habe ich blau. Wie viel? Wenn du musst ihn vorbeilassen, bringt nichts. Ich glaube 6 oder 3. Aber ich glaube, er ist im Moment nicht in meinem DS-Fenster. Das bringt schon mal sehr viel. Ansagen, wenn du willst. Jetzt ja meine Reifen sind am Arsch. Du musst irgendwie vor. Lass ihn mal eben vor. Ja. Okay. Nur wo? Danke schon, mal. Ja, nach der 180 Grad Kurve, weil dann kriegst du noch DS. Fahr doch, du Arsch! Weil ich habe Sonst fahren die anderen auch vorbei, weißt du? Okay, jetzt haben wir vorbei, das heißt. Meine Reifen sind. Also es kann sogar sein, dass ich einen Reifen verliere, bevor das Rennen zu Ende ist. Was? Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 36,6 Sekunden. Okay, Felix, einmal versuche ich ihn noch zu attackieren gleich. Ich mach den Need for Speed Drift King, ja. Und versuch dran zu bleiben, vor allem. Nein, das machen sie am besten. Unabsichtlich. Na mal kämpfen hier! Kommst du? Von mir aus gerne. Links, ne? Du fährst ja, links. Okay. Meine Reifen sitzen zwar auch am Ende, aber scheiß drauf. Okay. Für Forke, ne? Für Forke. Ja, sehr gut. So, jetzt bremsen. Ja, alles klar. Was eigentlich mit dem Regen? Kommt der noch? Nee, ne? Nee, das ist ein strahlender Sonnenschein hier. Aber das war ein nices Überholmanöver von Christian. Schön abgesprochen. Das geht eigentlich klar. Der kommt wohl dieser. Fährt schon echt gut weg. Ja, das Problem ist halt wirklich, ich slide halt aus jeder Kurve gerade raus. Das Einzige. 65? Oh. Das Einzige. Okay. Ich kann halt nur versuchen, die auszubremsen, damit du deine. Damit du deine Zeit spürst. Hat kein DRS. Das ist top. Das sind nämlich drei Stück genau hinter mir. Oh, jetzt krieg ich Kürt. Jawohl! Ich hab's früher noch gekriegt! Oh, das war eine Berührung sogar. Das war eine Berührung, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass er nicht genug Platz gab. Okay, ich hab so viel GTA gespielt. Wie wäre ich drei Autos auf einmal los? Was? C4. Wie kriege ich die drei da weg? Ich hab jetzt drei vor mir. Ich hab immer noch keine blaue Flagge, das ist total gut. Also ich glaube, wenn nur einen zurück überrunden, das kriegst du nicht direkt da jetzt. Ja, es kann gut sein, dass es nicht so schnell geht. Jetzt hab ich einen. Ich kann noch ein bisschen mit dem fahren. Ich kann auch das Überrunden an sich einfach ihn sehr langsam machen. Dann verliert er auch einen locker. Wenn du 6 hast, nicht, ne? Ja, genau. Bist trotzdem, hast einen Punkt dann. Ja? Bedenk das immer. Ich weiß nicht, wie der 11-Platzierte ist. Nein, der 11-Platzierte hat nochmal 6 auf seins. Ja, fahr, okay. Das ist Eriksen. Okay, ich krieg den gleich wieder.
Ist ja traurig. Nice. Oh nein, nicht wegdrehen. Boostripe! Boah! Das ist auch Stroll, das ist wahnsinniger. Der Stroll ist gerade ja, von rechts nach links, als wäre der an die Wand geschippert. Konzentriert bin ich. Ja, der kann nicht so gut Leute überrunden lassen, da stellt er sich immer ein bisschen dummer. Stroll kann gar nicht, ich hasse Stroll. Stroll hat mein Rennen ruiniert. Versuche ich meinen kleinen Fehler vom Anfang nochmal ein bisschen gut zu machen. Wie viele Sekunden Zeitstrafe hast du, Christian? Mehr als drei? Ja, ja, fünf durch die alleine die Boxenraserei, ja, mit 5 km/h oder so. 5 Sekunden. Plus einmal Streckenbegrenzung, so Nummer 3, sind 8 Sekunden oder so. Der vierte oder so. Scheiße. Christian, das sieht bei mir nicht anders aus. Deswegen fahren Hamilton und Ricciardo so. Ricciardo? Gechillt. Das ist eine Vermutung zumindest. Der Hamilton fährt so schnell. Ah, der könnte aber viel schneller. Der wird immer ausgebremst. Oh, das war die Bahn. Roll, hallo! Da vorne fährt man! Der bleibt einfach stehen in der Kurve. Gut für Christian. Ja, das ist richtig. Dann halte ich jetzt alle auf. Okay, nee, das macht Stroll schon. Ja, jetzt macht es für Hamilton, hat er Platz gemacht. Ja, für Hamilton fährt dann direkt zur Seite. Na, oh, Hamilton kommt, da muss ich aber Platz machen. So, jetzt hast du schon 5,3 Sekunden auf Hamilton. Okay, Christian, fahr! Ich verliere gleich meinen Reifen. Das ist vorbei. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,2 Sekunden. Ich bin super früh noch in die Box gegangen eigentlich. Runde 12? Runde 5 oder so hast du doch gesagt. Nein, ich war 12. Also meine ursprüngliche Boxenstrategie war 13. Und dann haben sie mir irgendwann vorgeschlagen, Jo, mach mal 15. Ja, bei 15 wäre auch super gewesen. Aber jetzt sind schon 6,8 Sekunden auf Hamilton. Ich halte die auf. Komm, wie viel brauchst du noch? Noch 2, oder? 2 ungefähr. 2 ja. Sekunden noch. Ja, das kriegen wir hin. Wenn es halt 8 Sekunden sind, die Christian hat. Ich hoffe. Felix, hast du Strafen? Oh, Hamilton, hier müssen wir kurz bremsen. 3. Oh, das tut mir aber leid. Ja, da kann ich nicht. Das ist der letzten Runde. Hamilton, das Moment, sieht gut aus. Hamilton, warte kurz, das ist eine schwere Kurve. Hamilton, oh Gott, ich komme nicht rum, Hamilton. Okay, ja, jetzt sind es 80 Sekunden. Ja, sehr gut. So. Hamilton. Nicht nochmal DS. Da muss ich muss jetzt auch nochmal kurz langsamer werden. Jawohl, so. Nicht nochmal DS. Okay. Nice. Hol ihn dir. Hol ihn da hinten. Oh. Lass mich im Leben. Hamilton, warte kurz, das ist eine schwere Kurve. Ganz schwere Kurve, Hamilton. Okay, ja. Nice, Sepp, danke. Oh, jetzt kein DRS. Warte kurz, da kommt. Ich muss bremsen. Hey, das ist nicht vorbei. 3,5 fucking Sekunden. Oh, das Ende, das ist die letzte Runde. Ja, ich fahr ja auch auf 80. Aber auf Ericsson 14. Jay. Aktueller Abstand 3,9 Sekunden. Ja, hinter mir. Du musst noch eine Runde fahren, Jay. 9,4 Sekunden, Alu, das reicht. Fahr nochmal. Ja, okay, ich fahr. Und das nochmal ohne. Tschüss, Hamilton. Ohne Strafe. Hab doch keine Zeit mehr. Ich muss leider gerade auf Mager fahren. Ja, ist okay. Ich versuche ihn noch ein bisschen aufzuhalten. 3,2. Ich muss ihn aber an der nächsten Kurve. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Glückwunsch. Schön. Ja, mit etwas Stallordnung. Versuche ihn langsam vorbeizulassen. Wir sind wenigstens 1 und 2 übers Ziel gefahren. Das stimmt. Aber, jetzt aber ich bin 5. gelandet. Ich bin 5. Aber Christian bleibt 1. Jawohl! 3,1 Sekunden. Er will nicht! Ich will keine Strafe kriegen, ich bin super langsam. 3,9 Jay jetzt gerade. Ja, das dürfte 3,8. Perfekt, danke, jawohl, Sepp. Jawohl, nicht mal eine Strafe gekriegt hier. Ja rausgeflogen. Du musst nur hoffen, dass ich jetzt ans Ziel rollen kann hier. Schaffst du, Felix, nur nicht gegen die Wand. Bremsen, ja, Reifen sind noch alle in Ordnung. Beschleunig auch nochmal, ich fahre auf die Ziellinie zu, das sollte eigentlich reichen. Ab ins Ziel, 7. Platz, nicht was ich wollte, aber ich glaube, Punkt, das ist in Ordnung. 7. Platz? Immerhin, es sind immerhin gute Punkte. Ah, oh, Mann, ey. Dalu, wie hast du das bitte geschafft, innerhalb von anderthalb Runden den Abstand auf 8 Sekunden zu vergrößern? Es gibt ein paar, schöne Kurven, wo du nicht überholen kannst. Vielleicht hat Sainz auch ein Dings. Die letzte Kurve ist halt geil, vor der World of Champions, links, rechts. Aber hey, Seta! Die ersten Hate-Punkte ohne Traktionskontrolle. Yay! Glückwunsch, Dame. Boah, das war anstrengend. Ja. Ja, also ohne Dalu hätte ich nicht gewonnen. Ohne Dalu wäre ich fitter geworden oder so.
GZ. Ziemlicher Service. Wieso wird. Hä? Wieso ist Hamilton am ersten Platz? Hat er mich nicht eben auf dem ersten angezeigt mit dem Event? Ja, hat er. Und Dalu wurde schon. Hamilton ist auch nicht erster. Bei mir steht aber auch Christian auf dem ersten. Hä, was? Hamilton hat gewonnen wegen. Pokal weggenommen. Du hast 16 Sekunden Strafe, Chris. Ja, aber der hatte auf Hamilton viel mehr Zeit eigentlich. Es steht. Oh, 16 Sekunden! Ach. 16, ja, lol. Ja, du hast verloren um 0,01 Sekunden. Hättest du mal nicht gesagt, dass ich das Rennen hier fahre, da wäre noch mehr drin gewesen. Alter Schäder, das knapp. Aber Moment, ey, Christian hat bei mir 25 Punkte bekommen, wenn du weiter drückst. Nee, 18 habe ich. Bei, ja, bei mir 25. 18. Bei mir hat Christian gewonnen. Ja, fuck. Nein, der hat auch, nachdem das Christian Rennen hat vorbei gewonnen, war, 25 Punkte. Ja, genau, das hab ich auch. Nachdem das Rennen vorbei war, hat der Damen in der Liste runtergeschoben auf 5. Und ist dann auf 1 geblieben. Da haben wir jetzt bei 19 Punkten Top 12 immerhin jetzt mal angekommen. Also Top 10 das ist ja nur das Ziel. Wichtig, was bei Jay angezeigt wird. Der Rest war ja eh mal Asien. Ja. Wir bleiben leider hinter Williams, die wieder gut Punkte mit Massa gemacht haben. Aber das war's. Vom heutigen Rennen aus Kanada, wie gesagt, ich bin leider ein bisschen enttäuscht. Rennen. Wäre mehr drin gewesen. Die Kamera war ein bisschen falsch, da heute die ganze Zeit, sorry dafür. Aber ja. Das Ding in meinem Rennen. Aha. Glückwunsch an Chris für die Top-Platzierung. Und nächste Woche geht es weiter in Baku, in Aserbaidschan. Stadtkurs. Letztes Jahr sind wir teilweise mal alle einfach ausgeschieden. Mal gucken, wie das dieses Jahr passiert. wird lustig auf jeden Fall. Schaltet einen Samstag und einen Sonntag. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Tschüss.